Herzliche Pop hier mit dem neuen Video. Ja, kurzes, schnelles Do-It-Yourself-Projekt. Ich habe mir ja jetzt gebraucht aktuell dieses Lansky-Schleifsystem gekauft. Damit schleife ich aktuell mein selbstgebautes Messer. Wer es nicht kennt, einfach mal googeln. Es gibt ja dieses System hier mit diesen Schleifsteinen. Die kann man dann hier oben reinführen und dann eben die Schneide am Messer anlegen. Dieses System gibt es in verschiedenen Ausführungen mit 4 Steinen, 5 Steinen, mit oder ohne Tischhalterung. Und ich habe das jetzt eben halt gebraucht gekauft vom Dennis, vom Hillbilly. Der hat es irgendwie zu verkaufen gehabt und hat mir da einen coolen Preis gemacht. Und da habe ich natürlich zugeschlagen. Ja, und da ist eben diese Tischhalterung nicht dabei. Das ist gar kein Problem. Man kann trotzdem damit gut arbeiten. Aber es ist dann halt doch irgendwann sehr unbequem. Das Messer hat dann doch sein Eigengewicht und man muss es hier so halten. Und die Kanten, die drücken sich dann irgendwann so in die Hand. Und ich habe schon mal mit dem System gearbeitet, eben mit dem Tischsystem. Und das fand ich eigentlich viel cooler so. Dieses System kann man auch kaufen, kann man sich online bestellen. Kostet, gibt es glaube ich auch in 2 Ausführungen, kostet so um die 20 Euro. Und irgendwie dachte ich mir, ne, brauche ich nicht, da bastle ich mir irgendwas. Und da habe ich kurz überlegt und dann ja, war mir klar, wie ich es machen werde. Und im Endeffekt steht ja auch in der Videobeschreibung, Lansky Tischsystem unter 5 Euro, würde ich mal sagen. Komm mal locker hin. Und ich zeige euch einfach, was ich dazu genutzt habe und wie ich es gemacht habe. Also ich habe hier einmal ein Stück Dachlatte, hatte ich noch im Keller rumliegen, habe ich einfach ein Stück abgesägt, habe hier in der Mitte ein Loch gebohrt und zwar mit einem 8 mm Bohrer. Habe mir dann im Baumarkt diese, ja, was ist das, Stehbolzen oder wie man das auch immer nennt, diese Schraube halt mit diesem Gewinde hier oben und dieser Platte da unten. Und dann habe ich mir noch diese 2 Muttern gekauft. Ich habe mir sogar noch eine Mutter mehr und noch 2 Unterlegscheiben gekauft, die brauche ich gar nicht. Und habe dafür gerade mal irgendwie 53 Cent bezahlt. Dann habe ich noch aus meinem Bastel- und Werkzeugkistchen so ein Stück Isolierband. Wie gesagt, aus der Dachlatte dieses Stück Holz. Und schon ist die Tischhalterung fertig. Was man natürlich dazu noch benötigt, sind 2 Schraubzwingen. Rechnet man die mal mit dazu, dann kommt man natürlich auf weit über 5 Euro. Aber der ein oder andere hat vielleicht schon auch sowas zu Hause. Was beim Bauen ganz gut hilft, ist dieses Hakenmesser oder dieses Schnitzschälmesser von Mora. Habe ich dann genutzt, zeige ich euch gleich wofür. Wer es nicht hat, geht auch mit einem normalen Messer. Wie gesagt, im Endeffekt habe ich hier mit dem 8 mm Bohrer hier ein Loch reingebohrt, damit hier auf der Seite die Schraube reinkommt. Jetzt haben wir das Problem ja, wenn ich die normal hier reinstecken würde, würde dieses Ende von der Schraube hier so rausgucken und dann würde das Ganze, wenn das hier auf dem Tisch wäre, halt nur wackeln. Dementsprechend bin ich dann mit dem Schälmesser hergegangen und habe hier einfach dieses Loch etwas ausgehöhlt, sodass dieser Schraubenkopf oder der Bolzenkopf in diesem Holz verschwindet. Wer eben so ein Schälmesser nicht hat, der nimmt einfach ein normales Messer und schnitzt sich das einfach so raus. Das geht also problemlos, sollte nicht das Problem sein, geht halt mit dem Schälmesser wesentlich besser. Damit der Bolzen hier unten in dem Holz nicht so viel Spiel hat, habe ich hier einfach ein paar Wicklungen von dem Isolierband drum gemacht. Und dann steckt man das hier einfach komplett rein. Und dann kann man es auch ein bisschen andrücken. Geht natürlich jetzt mit dem Isolierband ein bisschen schwerer rein. Aber so haben wir das schon fertig. Das ist im Prinzip die Halterung. Das Messer würde dann hier oben reinkommen. Jetzt würde das aber hier so durchrutschen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen habe ich hier mir überlegt, ich schraube da einfach eine Mutter rein. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, wie ihr das für euch zu Hause machen könnt. Ihr nehmt einfach das entweder so und nimmt die 2. Mutter und fixiert eben dann das Messer mit dieser Mutter und kontert das eben. Finde ich aber ein bisschen blöd, weil man muss doch relativ häufig die Seiten wechseln. Deswegen habe ich dann einfach die 2. Mutter hier oben drauf geschraubt, damit das Gewinde hier oben ein bisschen kürzer wird sozusagen und nicht so ganz weit aus dem Schleifsystem rausschaut. Jetzt ist hier ja noch relativ viel Spiel. Das ist auch bei dem Original so. Also das sitzt hier auch nicht ganz eng und fest drauf. Aber das ist mir ein bisschen zu viel. Und deswegen nehme ich hier einfach noch mal ein bisschen von dem Isolierband. Das schont auch ein bisschen hier das Gewinde und auch das, der Innenteil hier von dem Schleifsystem. Ja, und jetzt gehen wir da einfach hin und setzen da einfach ein paar Wicklungen, um die, ja, um das Gewindeteil, was hier oben noch raussteht, nicht zu viel. So, einfach nur so 2-3 Mal rum. So, jetzt probieren wir es mal aus. So, und jetzt ist es schon
ein bisschen weniger, hat es weniger Spiel. Machen wir hier oben noch mal ein Stückchen. So. Und jetzt passt das wunderbar hier rein. Jetzt hat es zwar immer noch Spiel, aber es ist fixiert genug. Ja, so kann man jetzt einfach das Messer dann von beiden Seiten reinstecken und kann hier so arbeiten. Um jetzt das Ganze dann eben am Tisch zu fixieren, nehmen wir unsere Schraubzwingen. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt eben diese Schraube hier drin. Wie man sieht, die ist so ein bisschen schräg. Ich mache das dann so, dass das Schräge ein bisschen zu mir zeigt. Ich nehme dann einfach die Schraubzwingen und fixiere das ganz entspannt hier eigentlich am Tisch. Wer jetzt keine Schraubzwingen hat, der kann sich von mir festschrauben oder was auch immer. Also das sollte nicht das Problem sein, so eine Schraubzwinge kann man immer gebrauchen. Das ist eine gute Anschaffung. Naja, und jetzt habe ich halt eben hier die Möglichkeit, wunderbar bequem und entspannt das Messer zu schleifen. Und wenn ich die Seiten austauschen will, kann ich es austauschen. Das Messer hält, ich kann es kurz ablegen, kann es kurz zur Seite legen und muss es nicht festhalten. Ist wesentlich komfortabler. Und im Endeffekt habe ich dafür jetzt nicht mal 5 Euro ausgegeben. Es macht Spaß beim Basteln. Und im Endeffekt spart man Geld. Ja, das war's schon. Ich sage danke fürs Reinschauen. Wem es gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Seid in den nächsten Videos immer wieder dabei. Bis dann. Ciao.